Na egal, dann werden wir erstmal hier mit Agent Tyler reden. Oder mit der Waffenspind? Nee, ich möchte mich endlich. Obwohl, ich müsste mal zu meinen. Ich müsste mal meinen. Ja, reden wir mit Jacob. Hallo. Commander, tut mir leid, ich bin ein wenig unkonzentriert. Eine persönliche Sache. Wird aber meine Pflichten nicht beeinträchtigen. Ich sage was Persönliches. Was? Nachricht bei Chambers? Der Yeoman sagte, Sie wollten mich sprechen. Worum geht es, Jacob? Wie gesagt, es ist eine persönliche Sache. Ich will unsere Zeit nicht vergeuden, wenn sich das Ganze als fruchtloses Unternehmen herausstellt. Aber... Aber? Nun, ich habe neulich Nacht Nachrichten von einem Geist erhalten. Familie. Oh, das klingt doch interessant. Ich höre. Mein persönliches Log erhielt eine Meldung über die Hugo Gernsback. Das Schiff, auf dem mein Vater gedient hat. Es hat letzte Woche ein SOS-Signal gesendet, dass es abgestürzt ist und nun Rettung anfordert. Shepard, dieses Schiff ist vor 10 Jahren verschwunden. Ich hatte davor 3 Jahre lang keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Ich habe alles, außer seine Leiche, begraben. Es könnte einfach nur ein automatisches Notsignal sein. Es ist immerhin schon sehr lange her. Tja, aber hier willst du ihn nicht sehen. Ich hätte erwartet, dass Sie aufgeregter sind. Immerhin ist Ihr Vater möglicherweise noch am Leben. Ich habe ihn zu selten gesehen, um schlechte Erinnerungen an ihn zu haben. Es ist eine alte, gut verheilte Wunde. Aber wenn er wirklich noch lebt und Hilfe braucht... Dann er nichts für hin. Ich möchte noch erwähnen, dass es nicht dem Protokoll entspricht, Notsignale zu Normandy weiterzuleiten. Dieses ging über die Cerberus-Filter an mein persönliches Log. Ja, das... erzähl doch mal ein bisschen was. Gibt es einen Hinweis, dass das Ganze mit Cerberus zu tun hatte? Wer hat Ihnen das Signal geschickt? Ich bezweifle, dass der Unbekannte eine Operation so lange ruhen lassen würde. Wenn es eine Verbindung gibt, geht es vermutlich nur um Geld. Cerberus unterhält zahlreiche Unternehmen, um Projekte zu finanzieren wie... Naja, wie Sie. Und wer immer mir das geschickt hat, hat seine Spuren verwischt. Vielleicht will er, dass ich ihm nun einen Gefallen tue. Mhm. Oder er will mich in eine emotionale Zwangslage versetzen. Toll! Wer weiß das bei solchen Typen schon? Beziehung zum Vater? Kamen Sie nicht gut mit Ihrem Vater aus? Er hat sich für nichts entschuldigt, so viel steht fest. Man soll zu seinen Fehlern stehen, selbst wenn man sie danach noch öfter wiederholt. Wie auch immer, unsere Probleme waren in einem anderen Leben. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um heute hier zu sein. Und was mich betrifft, ist er nach wie vor ein Geist. Na toll. Also ich las die ganze Sache nicht, Schiffenmission. Erzählen Sie mir von der Hugo Gernsback und Ihrer Aufgabe. Fregatte in Privatbesitz. Als sie verschwand, habe ich mir die Missionspapiere angesehen. Nichts Besonderes. Typische Operation, Forschung und Abbau. Man findet einen unerforschten Planeten, steckt einen Claim ab und baut dann schnellstmöglich so viel Präsenz wie möglich auf, um die Konkurrenz auszuschalten. Tja, das klingt wirklich unglaublich spannend. Na gut, komm, flieg mal da mal hin. Ich denke, wir können uns das erlauben. Geben Sie die Koordinaten an Joker weiter. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich rechne zwar nur mit alten Knochen, aber es wäre gut, den Fall endlich zu den Akten legen zu können. Natürlich jetzt auch super nach. Ah ja, gut. Warte mal. Ach hier, krieg ich wieder meinen tollen Kern. Hey, 4 plus Vorbild. Yay, ich werde hier noch das Vorbild für die Menschheit. Na gut. Und Ede möchte ich nicht reden. Und warte mal, Moment mal, das war jetzt hier ein vorgeschriebener Dialog. Ich möchte aber gerne mal mit ihm nochmal reden, weil ich wüsste mich gerne, ob es Upgrade gibt. Ich hoffe, wir können klären, was mit der Gernsback los ist, Commander. Ich bezweifle sehr, dass mein Vater nach so langer Zeit noch am Leben ist. Ja, ich ist eigentlich auch, etwas? Aber... Ja, ich warte, würde nur gerne aufbrechen. Meine gute Kuh, Normandy Upgrades. Irgendwelche Ideen, wie wir uns auf die Kollektoren vorbereiten sollen? Wir haben die beste Panzerung, die es gibt. Der Rest liegt außerhalb meiner Expertise, Commander. Verdammt, kann ich über ihn reden? Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche ungern aufgezwungen, Chef. Wir sprechen später. Commander. Da müsste ich... Oh, ich muss jetzt ja nicht dieses komplette Schiff nochmal durchpiesen, weil ich muss ja auch noch... ich muss ja noch zu Zed muss ich noch... Zu, nee, bei Mordin war ich schon. Habe ich Mordin schon nach Upgrades gefragt? Shepard, wie kann Upgrades? Ich Ihnen helfen? Irgendwelche Vorschläge? Vorschläge, sicher. Teuer. Hat er mir jetzt irgendein neues Vorschlag-Dings gezeigt? Nee, oder? Kräfte, Panzerabkunfts-Upgrade? Nee. Waffen-Upgrades, Schrotflintenschaden, Sturmgewehr, Durchschlagskraft wäre natürlich... Sagen Sie Bescheid, wenn Upgrades erschwinglich sind. Zurück an die Arme. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Also erschwinglich wären die jederzeit, aber irgendwie ist es mir ja leider nicht vergönnt, hier irgendwelche Upgrades zu kaufen. Ich meine, wofür habe ich denn hier so einen... Nein, falscher Raum.
Ich bin durch die falsche Tür gelaufen. Das ist Grimpf. Ich habe immer noch keine Orientierung auf dem Schiff, aber ich laufe ja doch schon relativ lange rum. Ich finde aber auch, der Fahrstuhl liegt sehr unpraktisch. Der müsste zweiseitig sein. Na gut, Quartier des Captains. Ich wollte nämlich auf jeden Fall... Das beschäftigt mich schon länger. Und zwar... Aquarium? Ausgenommener toter Fisch? Was kann ich mit dem Fisch machen? Hä? Toll. Na gut. Privater Terminal. Weltraumhamster? Ich habe ein Klo. Cool, ich habe ein Klo. Sogar ein ziemlich geräumiges. Mein persönliches. Der Weltraumhamster. Eine Ehrenmedaille. Retten Sie gegen Ihre Crew gegen einen übermächtigen Angriff. Erinnern Sie die Loyalität des Söldners. Sehen Sie alle schon alle Videos über Fortschritt und Kampfausbildung an? Toll. Entwickeln Sie eine beliebige Kraft weiter. Na toll. Erhalten Sie für alle Waffen ein Upgrade. Na, das wird noch eine Weile dauern. Boah, die Musik hier drin in dieser Bude, ne? So, ich wollte jetzt nämlich eigentlich mal... Cerberus Sturmpassung. Was bringt denn die eigentlich? Die bringt gar nichts, oder? Ah ne, also muss ich mal für schwere Waffen und Zettel, Schilder, Gesundheit, so. Die Kollektoren hat einen Regenerationsbonus. Der war mir jetzt sehr wichtig. Laufen kostet plus 20%. So. Erhöht die Gesundheit um 5. Wahrscheinlich mehr Komplikations- und, aha. Was ist das denn? Der bessere? Trick vor gefährlichen Umwelten. Gut, dann haben wir die Brustplatten. Erhöht Kraftschaden um 3. Doch, jetzt die Verzögerung für die Trigerin um. Ja, das ist um 10. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Was macht das hier? Die Aegis-Weste? Gesundheit um 5%. Also dann über die Kondensatorbrust. Die Schulterschutz habe ich nix. Was macht denn der Schulterschutz? Waffenschaden um 3% erhöhen. So, die Gesundheit um 3 erhöhen. Ist mir eigentlich Reservemunition. Gut, das ist natürlich. Ich würde dann nämlich mal das mit. So, und die Beine schienen. Was gibt's da noch Schönes? Lebenserhaltungsbruder. Hat der Tag bei. Sierra Foundation? Kommt mir bekannt vor. Na bitte. So, Material. Achso, da kann ich einfach nur durchfärben. Ja. Oh, ich kann das Ding sogar noch färben. Oh, verdammt. Boah, ich kann. ich kann mit Pink durch die Gegend laufen. Ach, wie schön. Ja, ich glaube, ich würde nennen. Gibt es irgendwie ein Dunkelgrün oder so? Naja, da. Farbe 2. Hätte ich noch gerne was Knalliges. Und Orange wäre mir am liebsten. Ja, Orange steht leider nicht so ganz zur Auswahl, nur lauter Gelb. Schön, ne? Mach mal knalliges roten Muster. Gibt es das auch noch? Ja, das sieht ja aus. Ne, wenn denn hier. So, ja, so ist schön. Musterfarbe? Achso, dann kann ich das Muster auch noch durchfärben. Ja, mach ich das gleiche Rot. Ja, dann rennen wir mal so rum. Und danach ganz schnell. Oh, warte mal, Musik ausführen. Ach komm, ich renne hier einfach. Guck mal, meinen kaputten Helm hat's hier auch noch. Schön. Gut, dann verlasse ich mal ganz schnell mein Apartment. Ich habe jetzt natürlich nicht die einzelnen Werte, die ich dadurch jetzt gekriegt habe, mir mal durchgelesen, aber ich denke mal, das sollte irgendwie Vergleich sein. Schildregeneration. Mal gucken, wie es im nächsten Einsatz damit läuft. So, ich wollte doch. Mannschaftsquartier? Kann ich hier. Was ist denn? Der Kontakt zu New Canton ist abgerissen. Oh. Möglicherweise die Kollektoren. Ja. Ist hier rausgekommen? Ich weiß es nicht. Es ach ja, New Canton. Sie sind bestimmt in Sicherheit. Das ist auch so eine Geschichte, die sich. Ach, Backboard-Observationsding. Kann ich hier unten was machen? Doch, ja, kann ich. Das ist auch so eine Geschichte, die sich immer langsam aber sicher weiterentwickelt mit den lustigen Leuten da auf ihren. So, hallo Miranda. Oh. Shepard. Ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten zu müssen. Ach ja? Ich bespreche ungern persönliche Angelegenheiten. Aber es ist wichtig. Natürlich. Miranda, Sie gehören zu meiner Crew. Was beschäftigt Sie? Ich brauche Loyalität. Sie erinnern sich doch, dass ich erzählt habe, mein Vater wolle eine Dynastie errichten? Du sollst heiraten? Es gab noch einen Grund, warum ich Cerberus um Schutz gebeten habe. Oh, was kommt denn jetzt? Ich habe eine Schwester. Wir sind Zwillinge. Und sie verfolgt er immer noch. Dank Cerberus war sie sicher. Bis jetzt. Sie lebt ein ganz normales Leben auf Ilium. Sicher und weit weg von meinem Vater. Ilium. War da irgendwas mit den Asari? Ja, da soll ich wahrscheinlich hinfliegen. Was machen wir? Sie glauben also, dass Ihr Vater Sie aufgespürt hat? Genau, Commander. Meinen Quellen zufolge weiß er, dass sie auf Ilium ist. Toll. Ich wollte sie verstecken, ohne Einfluss auf ihr Leben zu nehmen. Aber jetzt kann ich das nicht mehr. Toll. Er ist schon zu nah an ihr dran. Ich muss die Familie meiner Schwester umsiedeln, bevor es zu spät ist. Ah, dann erzähl doch mal ein bisschen was. Mirandas Schwester, was genau. Was wissen Sie über Ihre Schwester? Sie was ist mein genetischer Zwilling. Wir sind identisch. Aber sie verdient ein normales Leben.
Und das wird sie auch bekommen, koste es, was es wolle. Genetischer Zwilling, na toll. Umsiedlung? Weiß die Familie ihrer Schwester davon? Ist sie mit der Umsiedlung einverstanden? Sie wissen nichts. Sie haben mit all dem nichts zu tun. Sind völlig normal. Ich habe Cerberus informiert und sie werden eine einleuchtende Begründung für die Umsiedlung finden. Na, da helfen wir doch gerne. Was soll ich dabei tun? Mein Vater ist extrem hartnäckig. Ich möchte auf Ilium sein, wenn Cerberus die Familie umsiedelt, um dafür zu sorgen, dass ihr keiner seiner Agenten zu nahe kommt. Ja, ist machbar. Mein Kontakt heißt Lanteia. Sie wartet in der Lounge bei der Andockbucht von Nos Astra auf uns. Aha. Das ist ja toll. Ja, nach Ilium muss ich doch sowieso, oder? Da hatte ich da verschiedene Missionen. Guck mal, sie hat eine Couch-Ecke und direkt ein Bett. Hat er nicht fast was? Noch eine Couch-Ecke? Also irgendwie... Bei der kommt man auch hervorragend Fußball gucken. Na gut, da haben wir mit ihr auch geredet. Noch daneben bist du. Danke, Commander. Rupert hat die neuen Vorräte optimal verarbeitet. Ja, kein Ding. Aber ich kann mit Schafkas noch was reden? Untersuchen? Ne. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Tschüss. So, da hinten komme ich immer noch nicht rein zum VI-Kern. Ich denke mal da. Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Ja, auch für den Captain oder was? Ist klar. Na gut, da muss ich dann irgendwie bei Gelegenheit mal reinkommen. Ich denke mal, dass früher oder später werde ich zur Lebenserhaltung den ganzen Ort. Das sehe ich doch. Ich sehe eigentlich quasi schon vor Augen, wie ich irgendwie in einen epischen Endkampf oder sonst irgendwie. Womit wärst du? Nee, nein, hier war ich schon. Wo ist denn dieser dumme. Da ist der Fahrstuhl, Gott. Bin ich zu doof. Ich meine, wie ich in einen epischen Kampf irgendwie noch schnell zur Lebenserhaltung muss und die aktivieren oder sonst irgendwas, irgendwie so eine Art. Warum wohnt eigentlich die Hälfte meines Personals im Maschinendeck? Kann man das mal einer erklären? So, mit Edi möchte ich nicht reden. Starboard Cargo? Ah, genau. Hallo, Zed. Nachschlag gefällig? Was? Harter Kampf auf Horizon. Ich habe schon gegen Sklavenhändler und Entführer gekämpft, aber noch nicht so. Ein paar Sklavenhändler haben ein Mädchen auf einer Kolonie im Skepsis-System entführt. Das Mädchen ist aufgewacht und geflohen. Wir haben es kurz vor Omega aufgegabelt. Die Schrift da spiegelt verkehrt auf der Kiste. 8 Jahre alt. Sie hätte auf Horizon keine Chance gehabt. Tja, wohl nicht. Unterdecktreppenhaus? Nee, hier bin ich doch richtig, oder? Ich habe mal ein bisschen Schwierigkeiten, hier alle Dingsterbumster zu finden, deren Namen ich andauernd vergesse. Da ist er doch. Mensch, Jack heißt er. Nur in der Name. Hallo. Hey. Upgrades? Ich habe viele Ressourcen mitgenommen. Können Sie daraus was machen, das uns gegen die Kollektoren hilft? Ich habe mich um die L5X gekümmert. Da haben Sie Glück gehabt. Ich habe diese Scheiße normalerweise eigentlich nicht drauf. Was? Miranda und Jacob? Was halten Sie von Miranda und Jacob? Jacob weiß nicht, wer er ist. Aber das ist nicht mein Problem. Miranda ist ein Cerberus-Miststück. Das wusste ich schon, bevor sie den Mund aufgemacht hat. Ja, erzähl mal was von dir. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Was haben Sie vor? Ich sehe mir nach wie vor Ihr Schiff an. Ich würde gern mal ausprobieren, was es alles kann, wenn Sie gerade nicht da sind. Na, denn später, wenn ich weg bin. Ich glaube aber kaum, dass Joker damit einverstanden wäre. Zumindest nicht, solange wir noch arbeiten. Entspannen Sie sich. Spritztouren sind auch nicht mehr das, was Sie mal waren. Abgesehen davon, wenn ich es haben wollte, würde ich es mir nehmen. Toll. Ach, wirklich? Ich bin rumgekommen. Ich war in Gangs, hab ein paar Gangs ausradiert, hab mich einem Kult angeschlossen und sogar die Frisur von denen beibehalten. Ich habe gelernt, wie man überlebt, ohne ein Opfer zu werden. Der Kult hört sich doch fast interessant an. Erzähl doch mal was. Ich kann sie mir in einem Kult kaum vorstellen. Da gibt's doch normalerweise jede Menge Regeln. Genau. Ich suchte nach Antworten. Drogen und Sex und ein besserer Ort. Ein besserer Ort. Na klar. Es ging nur ums Geld. Sie wollten eine Kolonie übernehmen und mit deren Geld ihre Verbreitung finanzieren. Und nun raten Sie mal, wer ihr Ass im Ärmel war. Hey! Sie waren genau wie die anderen. An mir lag ihnen überhaupt nichts. Tja, und dann hat's den Kult leider irgendwie aufgelöst. Was haben Sie getan, als Sie drauf gekommen sind? Was denken Sie? Tja, ich hab da so eine Vermutung. Vertrauen Sie ja niemanden? Sie müssen doch auch ein paar gute Leute getroffen haben. Jeder will irgendwas. Und deswegen ist alles und jeder freiwillig. Toll. Mord, Überfall, Entführung, Diebstahl, Brandstiftung. Habe ich alles gemacht. Und das sind die langweiligen Sachen. Piraterie, Diebstahl vom Militärgerät, Zerstörung einer Raumstation und Vandalismus. Das hat Spaß gemacht. Zerstörung einer Raumstation klingt vor allen Dingen sehr interessant. Ey, das kann man mal untersuchen, das Diebstahl vom Militär. Das Militär ist ein schweres Ziel. Damit haben sie sich bestimmt einige Freunde gemacht. Sie hätten das Ding eben abschließen sollen. Außerdem sind Paraden langweilig. Ich habe ihnen einen Gefallen getan. Die Raumstadt. Also nicht die Raumstation, sondern das. Naja, gut, okay. Normal ist es ein solcher bewacht. Zerstörung von Raumstationen? Eine Raumstation?
Das klingt ein wenig unglaubwürdig. Ich habe ja nicht gesagt, dass es leicht war. Nicht alles geschieht bei mir spontan. Manchmal muss man schon ein wenig arbeiten, damit die Leute kriegen, was sie verdienen. Eine halbe Stunde oder was? Ich bin mit ein paar Typen rumgehangen. Outlaw-Kolonie. Die waren mir ziemlich ähnlich. Deshalb waren wir wohl ein willkommenes Ziel. Die Turianer glauben, sie hätten Ahnung vom Prinzip der verbrannten Erde. Von wegen. Oha. Das klingt nach einer größeren Geschichte. Piraterie? Piratin waren sie auch? In Tateinheit mit der Entführung. So ist das nun mal, wenn man ein Passagierschiff entführt und nicht alle tötet. Ich hab draus gelernt. Alle zu töten wäre einfacher gewesen. Ja, um Vandalismus? Ich bin überrascht, dass sie den Vandalismus dabei überhaupt erwähnen. So nennen es die Hana, wenn man die eben erwähnte Raumstation auf einen ihrer Monde stürzen lässt und so einen neuen Krater schafft. Sie haben den Mond wirklich gemocht. Das klingt schon relativ hardcore, ne? Und du bräuchst nichts, stimmt's? Fragen Sie sich jemals, ob Sie es nicht auch anders hätten machen können? Nein. Sollten Sie das nicht aber? Oh oh. Es gibt keinen Grund, warum ich noch lebe. Aber trotzdem ist es so. Und warum? Instinkt. Er hat mich bis hierher gebracht und ich werde daran nichts ändern. Mhm. Hey Shepard, nach der Scheiße hat mich noch nie jemand gefragt. Es ist komisch, darüber zu reden. Also lecken Sie mich. Und danke der Nachfrage. Ah, ja. Haben wir jetzt Pluspunkte bei ihr gekriegt? Na, immerhin hat sie uns ein paar lustige, schöne Geschichten damals, aus den alten Zeiten. Zählt so, wo ist denn jetzt eigentlich mein tolles Frachtdeck? Das müsste ja auch irgendwo sein, oder? Ich bin ja, letztes Mal bin ich ja zu den Kungana bloß nicht gekommen, weil ich zu doof. Techniker Donnelly? Die neuen Verstärkungen für die Panzerung haben die gravimetrischen Profile über den Haufen geworfen. Toll! Aber die Triebwerke sind einsatzbereit. Ich habe die Gilburn-Koeffizienten. Ja, Chef? Was können wir für Sie tun, Commander? Na gut, das ist... Was halten Sie eigentlich von... Wissen wir... Wir werden den Kollektor... Jawohl, Commander. Na gut, die sind hochmotiviert, die Freunde. Maschine, kann ich irgendwas lesen? Nee. Na gut. Ja, wo ist denn hier... Hä? Stand Garrus nicht immer hier rum? Wo sind... Ach nee, der war, glaube ich, eine Etage höher, ne? Also ich wollte ja auch eigentlich... Nee, die Treppe runter war es garantiert nicht. Nein! Die Tür wieder auf! Ah ja. Nee, das ist der Steuerbord-Frachtraum. Ich möchte aber... Da möchte ich lang. Genau, die Tür war nämlich vorhin noch zu. Portcar, genau. Da möchte ich jetzt hin. Maschinendeck. Ach gut, ach, da hier ist er. Die Bootkapsel. Möchte ich hier nicht mal ein bisschen Personal rufen, bevor ich den hier aufwecke? Ich meine ja nur. Da unten kann ich gar nicht hin. Das finde ich ein bisschen traurig. Ich auch gerade mal geguckt. Ach Mann. Na gut, das hallo. Das Objekt ist stabil, Shepard. Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Ja, wie schaut's mit Bewusstsein aus? Kann er da drin was sehen? Weiß er, wo er ist? Unwahrscheinlich. Aktuelle neurale Muster weisen auf minimale Denkleistung hin. Toll. Sofern nicht die Energieversorgung des ganzen Schiffes ausfällt, können ihn die Nährstoffe im Tank über ein Jahr lang am Leben halten. Ist er gefährlich? Eine Idee, wie gefährlich der Kerl ist? Er ist Kroganer, Shepard. Ob er aktiv feindselig ist, kann ich aus den vorliegenden Daten nicht ermitteln. Toll. Okias Technologie konnte Daten übermitteln, aber keine Denkschemata. Das Subjekt kennt vielleicht seine Ansichten, muss sie aber nicht zwangsläufig teilen. Mhm. Und was Seltsames? Was können Sie mir über diesen Kerl sagen? Irgendwas Ungewöhnliches? Das Subjekt ist ein außergewöhnliches Exemplar der Spezies Krogana. Mit voll entwickelten primären, sekundären und tertiären Organen an allen Stellen, wo welche vorhanden sein sollen. Keinerlei Defekte, außer der genetischen Markierung der Genophage, wie in allen Kroganern. Die mentale Funktionsfähigkeit kann ich nicht beurteilen. Ja, dann machen wir mal auf. Bereithalten. Ich öffne den Tank und lasse ihn raus. Der bewegt sich schon. Das Cerberus-Protokoll ist eindeutig, wenn es um ungetestete Alien-Technologie geht. Der ist zu wertvoll. Er ist entweder eine mächtige Verstärkung der Crew oder eine Zeitbombe. Ich erledige das lieber gleich. Also gut, Shepard. Die Steuerung ist online. Der Schalter und die Konsequenzen sind Ihnen überlassen. Toll. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was daraus wird. Ich wette, der hasst mich. Vor allen Dingen, warum hole ich ja nicht mal ein bisschen Personal ran? Ich meine, man muss das ja nicht unbedingt alleine machen. So ein Ausding. Zumindest so 3-4 Sicherheitsleute könnte man da schon mal im Hintergrund stehen lassen, oder? Ich meine ja nur. Oh, der ist ganz schön groß, wenn ich ihn jetzt so vor mir stehen sehe. Der ist ja freundlich. Aua. Weiblich.
Oh, ein Gwant. Bevor sie sterben, brauche ich einen Namen. Machen wir mal kalt, natürlich. Ich bin Commander Shepard von der Normandy. Nicht Ihren Namen, meinen. Ich bin ausgebildet, ich weiß vieles, aber der Tank, O'Kir konnte keine Verbindung herstellen. Seine Worte sind hohl. Toll. Warlord, Vermächtnis, grantiger Frontsoldat, Grunt. Grunt gehörte zu den letzten Worten. Es hat keine Bedeutung. Passt schon. Ich bin Grunt. Wenn Sie Ihr Kommando zurecht haben, beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Der hat mich in die Wand gedrückt. Das ist ja interessant. Ah, ist ja schön.